Haus zu Haus. Zieht durchs. Er war einer der größten deutschsprachigen Entertainer. Sein liebenswürdiger Wiener Charme bezauberte Millionen. Mit den Beinen von Dolores beginnt 1951 seine steile Karriere als Schlagersänger. Ein Jahr später kommt der Erfolg als Schauspieler. Er ist der ewig große Junge, charmant, verschmitzt, immer optimistisch. Seine großen Shows setzen Standards im deutschen Fernsehen und brechen alle Zuschauerrekorde. Dort singt er gemeinsam mit den Stars der Musikwelt und begeistert mit seinem komischen Talent und seinen Parodien. Knien wir uns einfach weiter rein. Wow! Ich fühle mich von meinem Wesen her und von meiner Begabung, meiner Mentalität eben mehr zur heilen Welt und zur Unterhaltung hingezogen. Sonst wäre ich wahrscheinlich politischer Kommentator geworden oder sowas Ähnliches. Angebote aus Amerika liegen vor, doch er scheut zurück, will lieber in der Heimat bleiben. Mehr und mehr muss er zu Auftritten überredet werden, möchte sich zurückziehen, dem ganzen Trubel entgehen. I did it my way. Seine Konzerttourneen sind immer ausverkauft. 30 Jahre lang hält sich Peter Alexander an der Spitze. Sein Schaffen umfasst rund 120 Tonträger und 50 Filme. Seiner Natur nach eher bescheiden und scheu lebt er ein Leben ohne Skandale. Einen wichtigen Anteil an seinem Erfolg hat Ehefrau Hilde, die als seine Managerin klug für ihn verhandelt. Als sie nach über 50 Ehejahren stirbt, verliert er seine Motivation und zieht sich völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Sag beim Abschied leise Servus und gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war